Moin Leute und herzlich willkommen zum Catch and Clean Day. Heute hier aus Hannover. Wir sind heute am Mittellandkanal hier unterwegs. Julian ist hinter der Kamera, Flora und ich. Moin. Und eben haben wir noch den Matthias vom Anglerverband Niedersachsen getroffen. Die Jungs von Catch and Clean sind auch hier am Start, die sind gerade schon ein Stück weiter gefahren. Der Fischereiverein Hannover ist vertreten und genau, jetzt geht's los. Flo, ja, wir haben hier nämlich schon was gefunden heute. Wir haben uns hier eine schöne Stelle gesucht, um das Video zu beginnen. Ne? Also ein paar Vereinskameraden waren schon unterwegs mit einem Seil und einem Anker und haben jetzt mal ein bisschen hier den Kanal abgeworfen. Und ja, tja, nur auf kurzer Strecke haben wir hier schon einen ganzen Haufen Kram gefunden. Also Motorroller, Elektroroller und Einkaufswegen ohne Ende, Bauzäune. Also ja, da weiß man mal, wo die Köder manchmal so hängen bleiben, wenn man am Angeln ist, wenn hier sowas im Wasser liegt. Ja, wir werden jetzt gleich unsere Mülleimer hier raus, Mülltüten, unsere speziellen Catch and Clean Mülltüten und die umweltverträglichen sogar, ne? Ja. Rausholen und machen jetzt mal ein bisschen Strecke hier, sammeln ein bisschen Müll und angeln nebenher. Genau, ganz nach dem Motto, erstmal ein bisschen clean und dann nebenbei auch ein bisschen catchen. Wenn noch ein Fisch rauskommt, sind wir auch ganz glücklich. Ja. Aber heute ist das Statement, Müll sammeln für die Umwelt. Ja, habt ihr schon was gefunden? Ja, geht schon los. Geht schon los, ja? Oh Jana, was hast du da? Irgendwas mit Spaß. Sammelspaß. Und das hier ist so, auch Sammelspaß. So vom Sticker so, ne? Irgendwelche Karten, keine Ahnung was. Alter, man sieht hier ist alles voll, ne? Auf dem Boden. Ja. Boah, das ist heiß heute, ey. Ja, warm, aber eine leichte Brise, das ist ganz angenehm. Ich hoffe, dass so alles kommt. Ja. Sehr gespannt, wer das Skurrilste findet heute. Ja. Ich habe einen Hänger, aber ich habe zwei glückliche Helfer gefunden. Oder zwei nette Helfer. Perfekt. Die haben nämlich hier so einen Haken dabei, mit dem sie die Sachen aus dem Wasser ziehen. Ich hoffe, es ist ein Einkaufswagen. Mit rausgezogen haben. Ja, vielen Dank, Jungs. Vielen Dank. So viele Einkaufswagen. Warum liegen hier so viele Einkaufswagen drin? Es scheint ein paar Jugendliche zu geben, die das als Hobby betreiben, Einkaufswagen im Mittelalter zu versenken. Mann, Mann, ey. Wir haben jetzt den ersten Spotwechsel gemacht. Wir waren an der ersten Stelle eben ganz gut unterwegs, haben da ein bisschen Müll gesammelt, haben ein bisschen geangelt. Ich hatte natürlich gleich einen Hänger, wie es immer so sein soll. Hab dann gemerkt, da ist auf jeden Fall ein Einkaufswagen dran. Ich konnte da meinen Hänger lösen, das war auf jeden Fall ganz gut, da habe ich Glück gehabt. Und wir haben gleich ein bisschen Müll rausgeholt. Das heißt, wir haben Catch and Clean in einer Sache vereint, so wie es sein soll. Wir sind jetzt, wie gesagt, an einem anderen Spot. Wir werden jetzt hier ein bisschen angeln auch und schauen, dass hier noch ein bisschen Müll zusammenkommt, den wir beseitigen können. Und wir sehen uns gleich mal an der Stelle und ich hoffe, wir können euch gleich auch noch mal einen Fisch zeigen und nicht nur Müll. Oh, Julian hat einen. Hey, hallo. Petri. Jetzt, erster Fisch für heute, geil. Geil. Nach dem kapitalen Einkaufswagen den ersten Fisch gefangen. Yeah, geil. Catch and clean. So erfolgreich. So Leute, der ist so winzig, der wird jetzt sofort zurückgesetzt. Ja, jetzt habe ich meinen kleinen Fisch gefangen für heute. Ich glaube, das sollte reichen. Deswegen haben wir die Ruten jetzt schon zusammengepackt, denn wir wollen noch ein bisschen mehr Müll sammeln jetzt. Also werden wir uns jetzt auf den Weg machen. Hier ist der Arbeitsdienst gerade nochmal durchgegangen. Hier ist jetzt wirklich eigentlich kein Müll mehr. Deswegen steigen wir jetzt ins Auto, packen unsere Ruten ein und fahren mal eine Ecke weiter und suchen uns einen Spot, wo noch Müll liegt, sammeln dann und dann geht's weiter. So
Leute, wir haben genug gecatcht, wir haben genug gecleant. Jetzt stehe ich hier mit den beiden Kollegen von Catching Clean, einmal mit dem Niklas und dem Kai. Und ich habe mir gedacht, es werden sowieso ein paar Fragen kommen, definitiv in den Kommentaren zu der ganzen Sache. Deswegen dachte ich mir, ich schnapp mir die beiden mal und stelle denen mal direkt ein paar Fragen. Niklas, wie sieht das aus, reichweitenmäßig? Man sieht ja, ihr seid Instagram-mäßig schon wirklich gut unterwegs, ihr habt eine super Reichweite. Dieser Catching Clean Day war jetzt in Niedersachsen heute. Wie ist das? Merkt ihr, dass das auch in anderen Bundesländern ankommt oder wie sieht das aus? Ja, also erstmal cool, dass wir uns hier treffen am Wasser. Ja. Tatsächlich haben wir ab und an schon mal geschrieben und Kai und ich, wir verfolgen ja auch eure Videos. Deswegen ist das irgendwie witzig, jetzt vor eurer Kamera zu stehen. Ja. ja, um auf deine Frage zurückzukommen. Du, ganz ehrlich, es ist eigentlich über ganz Deutschland inzwischen verteilt. Wir haben natürlich einen klaren Bezug zu Niedersachsen, weil es unsere Heimat ist. Wir haben auch dieses Jahr zum allerersten Mal gesagt, lass uns doch irgendwie aus diesem Catch-and-Clean-Gedanken mehr machen und haben da glücklicherweise mit dem Anglerverband Niedersachsen einen tollen Ansprechpartner gefunden. Und ja, also ich sag mal, das wäre schon toll, wenn vielleicht sich noch ein anderer Anglerverband anschließen würde. Ja. Grundsätzlich ist aber Catch and Clean ja eigentlich etwas, was immer funktioniert. Dass das mal so ein Clean-Up-Event wird, wie das heute war, das war eigentlich nie so geplant. Von daher mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber ja, würde uns auf jeden Fall freuen. Ja. Das wäre super. Ja, man kann ja sagen, die Aktion war auf jeden Fall heute ein voller Erfolg. Ne? Also wir haben am Wasser super viele Leute getroffen. Da stellt sich mir gleich die Frage, Kai, wie sieht das aus mit weiteren Projekten? Was habt ihr weiter geplant so in Zukunft? Also in Zukunft stehen natürlich weitere Catch-and-Clean-Tage an. Das war jetzt quasi der erste, aber nicht letzte Catch-and-Clean-Day, den es gibt. Und wir werden jetzt natürlich die Lehren rausziehen, was kann man besser machen, was kann man hier und da nochmal verbessern. Und wir planen auf jeden Fall nächstes Jahr auch nochmal einen Catch-and-Clean-Day. Mhm. Und wann der dann genau sein wird, können wir jetzt noch nicht sagen, aber es wird definitiv noch einen geben. Und das Ziel ist dann halt wirklich, dass das nicht niedersachsenweit ist, sondern die Bundesländer übergreifend ist und vielleicht auch irgendwann mal deutschlandweit ist. Ja, das wäre geil, wenn sich das so... Schneeballprinzip, dass das immer mehr wird, immer mehr Anklang findet. Ja. Weil, Gewinn tun wir alle von und vor allen Dingen die Natur, ne? Ja, genau, definitiv. Also, ich kann abschließend nochmal sagen, geile Sache, die ihr da auf die Beine gestellt habt. Es war ein super Tag, es hat richtig Spaß gemacht und ja, ich hoffe, wir begegnen uns jetzt öfter, auch mal zum Angeln und vielen, vielen Dank. Ne? Clean klappt ja, nur catch noch nicht so. Ja, genau. Aber das üben wir noch. Genau, beim nächsten Mal dann. Ja, auf jeden Fall. Jetzt habe ich mir nochmal den Matthias geschnappt vom Anglerverband Niedersachsen. Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle schon, er ist ja auch schon öfter in unseren Videos gesehen. Heute aber mal nicht zu einem biologischen Thema, sondern heute soll es mal um den Catching Clean Day gehen. Matthias, diese ganze Sache, der Catching Clean Day ist ja so über Social Media bekannt geworden. Mhm. Catching Clean ist über Social Media sehr bekannt geworden innerhalb kürzester Zeit. Und da wollte ich einfach mal die Frage stellen, wie sieht der Anglerverband das, wie wichtig ist dieser Bereich oder dieser Bereich Social Media, Öffentlichkeitsarbeit durch Vereine, Angler, wie schätzt ihr das ein? Hochwichtig, also es wird halt zunehmend wichtiger, ja, sagen wir es mal so. Also wir als AVN sind jetzt seit ein paar Jahren, wir sind mit Facebook quasi angefangen in diesem Social Media Bereich, sind jetzt Instagram technisch ein halbes Jahr unterwegs und wir sehen halt auch gerade durch diesen Angelboom, dass sehr viele junge Menschen zum Angeln finden, dass da sehr viel über Social Media läuft. Ihr kennt das selber als YouTuber, also viele Angler lernen quasi in gewisser Art und Weise über Social Media ein bisschen die Angelei, kann man natürlich nicht komplett lernen, aber für uns ist es halt wichtig, dass wir da eine sehr gesonderte Zielgruppe erreichen, die wir vielleicht über klassische Medien, Printprodukte oder über eine klassische Homepage vielleicht nicht erreichen. Und für uns ist es einfach wichtig, dass wir versuchen, möglichst viele Kanäle zu bespielen, um eben die breite Anglerschaft letztendlich mit Informationen zu versorgen. Ja, das ist ja optimal. Ne? Und ich denke mal, da kann man Social Media mal sehr positiv nutzen, auch für uns Angler. Ne? Absolut. Das ist eine super Sache. Nochmal zu der ganzen Aktion heute. Wir haben ja gesehen, was so viele waren mit so Haken unterwegs und haben da Sachen rausgeholt. Und da war zum Beispiel ein Motorroller dabei und so. Und da haben wir uns dann so die Frage gestellt, wie ist das so mit Müll an Gewässern? Also was bewirkt das in unseren Gewässern? Kann man das sagen? Oder gibt es gewisse Schadstoffe oder Müllsorten, wenn man das so sagen kann, die
besonders schädlich sind dann für unsere Gewässer? Also das ist ein schwieriges Thema, auch aus wissenschaftlicher Sicht, weil wir da eigentlich in unseren Binnengewässern sehr wenig tatsächlich drüber wissen. Mhm. Also man weiß von der Meeresvermüllung auch wie da Mikroplastik wirkt. Davon kann man natürlich ausgehen, dass das in Süßwasserökosystemen genauso ist. Ja. Aber die Forschung ist da tatsächlich noch in den Kinderschuhen. Also, das heißt, man kann Potenzial. Ja, also man kann jetzt keine verbindlichen Aussagen machen, hier Plastiktüten im Gewässer, das passiert dann und dann. Mhm. Wir wissen natürlich, dass sie sich mit Strömung und was auch immer irgendwann kleiner zersetzen und dann haben wir irgendwann diese Mikroplastikproblematik. Aber wir wissen zum Beispiel auch gar nicht so richtig oder können das nicht abschätzen, was über die Klärwerke an verschmutzten Stoffen in diese Gewässer gelangen und was sie für Auswirkungen haben. Das geht von Medikamentenrückständen an. Neulich war in der Presse hier irgendwelche Forellen auf Koks, weil Koksreste irgendwo drin waren, was dann wieder Verhaltensänderungen bei Fischen hervorruft. Das ist ein ganz neues Thema, da kann man einfach noch keine konkreten Aussagen treffen. Das heißt so wirklich industrieller Abfall spielt ja auch eine Rolle. Ne? Und ich meine, wir haben es ja auch letztes Jahr viele Angler verfolgt, Osnabrück, die Hase, ne? Wo da Schadstoffe reingekommen sind und innerhalb von einem Tag der Fischbestand da fast auf null gesetzt wurde. Ne? Das heißt, wahrscheinlich schon so Öl oder solche Sachen ist ja wahrscheinlich logisch, ne? Dass das problematisch ist. Und da musste ich vorhin so, als ich diesen Motorroller gesehen habe, dachte ich so, der Tank wird ja nicht leer gewesen sein und der Motor auch nicht ohne Öl. Ne? Ganz klar. Das heißt, das ist halt so ein schleichender Prozess. Hier landet mal was drin, da landet mal was drin. Das ist was anderes, als wenn jetzt irgendwie Löschwasser irgendwie in den Kanal geleitet wird, wo man dann sofort einen Fischsterben hat, weil enorme Mengen an Schadstoffen punktuell in ein Gewässer gelangen. Das hat man dann auf dem Schirm und dann sieht man auch, oh, das ist ja für die Fische offensichtlich nicht gut. Mhm. Aber dieses Schleichende, es kommt ja quasi immer mehr Müll in die Gewässer. Ja, ja. Wenn wir es jetzt nicht kontinuierlich rausholen, wird es immer mehr. Und das kann man, glaube ich, aktuell noch gar nicht abschätzen, was das für Auswirkungen auf das Ökosystem letztendlich hat. Aber wir können trotzdem festhalten, es ist eine wichtige Aktion, dieser Catching Clean Day. Absolut. Die haben wirklich was bewirkt, wir haben Müll gesammelt und Hut ab nochmal an Catching Clean und auch die Zusammenarbeit mit euch. Ne? Das lief super und hat richtig Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir erreichen da draußen auch noch ein paar Leute, die das Ganze nachmachen wollen. Ne? Das wäre super, ja. Ja, wir machen jetzt Feierabend, Leute. Ja. War ein sehr spannender, ereignisreicher Tag. Mhm. Viel Müll wurde gesammelt. Ein bisschen wurde gecatcht. Wir haben eben noch ein bisschen privat gecatcht. Ja, genau. Noch ganz, ganz viele kleine Barsche. Haben noch ein bisschen geschnackt und ein bisschen ausgetauscht. War noch schön. Ja, ja. Genau. Gesellige Runde gewesen. Ja. Ja, wir beenden jetzt an dieser Stelle das Video. Ja, wir hoffen, euch hat das gefallen. Und ich hoffe, ihr macht beim nächsten Mal mit beim Catching Clean Day. Genau. Einige von euch, die hier zugucken, haben das bestimmt gemacht. Und nächstes Jahr sind vielleicht noch ein paar mehr Leute dabei. Und ja. Ja. Und man kann immer Clean und Catch am Wasser verbinden, nicht nur am heutigen Tag, sondern immer. Also seid fleißig und viel Spaß beim Fische fangen und Gewässer sauber halten. Ja, ciao.